Hallo und herzlich willkommen zu Weltweit auf Mainbaden TV. Ich bin der Oliver Welz und ihr dürft mich auch heute wieder Olli nennen. Und ich denke, ich habe wieder ein paar super schöne kurzweilige Minuten mit euch zu verbringen. Und zu Beginn der Sendung möchte ich aber gleich was Gutes tun, nämlich die Gewinner vorlesen unserer letzten Sendung. Wir wollen ja jede Sendung ein bisschen was verlosen, auch im Zusammenhang mit unseren interessanten Gästen, die wir haben. Wir hatten das letzte Mal tolle Tickets für das Fest 2012, ein Muss für alle hier in der Region. Nicht nur für die, die schon mal da waren, sondern auch für alle, die noch nicht da waren. Die müssen auch dieses Jahr auf das Fest. Letzte Woche hat uns da der Herr Wacker freundlicherweise ein paar Tickets zur Verfügung gestellt. Die gehen an Bianca Wagner aus Rheinstetten. Dazu schon mal herzlichen Glückwunsch. Und dann hatte ich ja den Alex da. Der Alex war ja auch super lustig. Alex Enzminger, der mitunter die kürzesten Lieder gespielt hat, die ich überhaupt in meinem Leben gehört habe. Aber sie waren lustig. Und viel längere Sachen sind ja auf der CD drauf. Und über diese zwei CDs, die er uns da gelassen hat, dürfen sich freuen zum einen Marion Rink aus Karlsruhe und der Patrick Blank aus Rastatt. Ihr kriegt das Ganze noch schriftlich, aber jetzt schon mal herzlichen Glückwunsch und ich freue mich auch schon auf die Gewinner in der nächsten Woche. Wir haben auch heute sicher wieder was Tolles zu verlosen. Es ist ja so, wir haben ja immer ganz, ganz interessante Gäste und unser erster Gast ist der Julius. Hallo Julius. Hallo Olli. Ich bin immer ein Fan von kultigen Dingen und hier haben wir was entdeckt, das ist was ganz, ganz Kultiges. Ihr habt, wie soll ich jetzt beginnen? Ihr habt 2011 im Juni mit etwas begonnen, das jetzt so einen Selbstläufer entwickelt hat, sodass euch echt fast jeder schon in der Region kennt. Und zwar gebt ihr gratis Kaffee aus. Richtig. Einfach so, ohne irgendwelche Grundvoraussetzungen kann ich da bei euch vorbeikommen und sagen, hey, ich hätte gern Kaffee. Ja, also da ist jeder willkommen. Natürlich Freunde, Bekannte, Familie da, aber auch generell jeder Passant und Fußgänger, der bei uns am Fenster den Weg kreuzt, ist herzlich willkommen. Finde ich genial, weil sowas hätte ich mir jetzt vorstellen können, in Berlin, in Frankfurt oder in irgendeiner Großstadt, aber in Karlsruhe finde ich es natürlich sensationell, dass es sowas gibt. Und erzähl doch mal, wie das Ganze begonnen hat. Also man kann sagen, es hat eigentlich ganz romantisch mit einer kleinen Espresso-Herdkanne angefangen. Die habe ich auch mal mitgebracht. Kann ich euch zeigen auch. Okay. Das war so die erste. Wir waren nicht ganz zufrieden mit dem Espresso, den wir da hatten. Haben uns überlegt, selber zu rösten. Mhm. Haben Rohkaffee bestellt und sehr, sehr viel geröstet, um viel auszuprobieren. Mhm. Und irgendwann lief es dann darauf hinaus, dass wir einfach kiloweise gerösteten Kaffee da zu Hause hatten. Und haben dann Samstagabend im Prinzip über 2, 3 Bier entschlossen, morgen machen wir das Fenster auf, stellen eine Maschine hin und schauen einfach mal, wie die Leute reagieren und wollen da so ein bisschen was Alternatives, kleine alternative Bewegung lostreten. Finde ich super. Deshalb gehen wir auch gleich mal auf die Internetseite, die ihr hier habt. Da kann man nämlich mal gucken, www.coffee-geeks.de. Ich habe die mal hier aufgerufen, da sehen wir eigentlich auch ein Bild von eurem Fenster und ganz, ganz viele Informationen darüber. Also ihr habt eine richtig professionelle Seite, ihr habt einen Blog, ihr habt viele Infos darüber, über die Geschichte, ihr habt jetzt, gehen wir auch gleich drauf ein, auch eigenen Kaffee und ein eigenes Kaffee. Jetzt ist das natürlich so ein Selbstläufer, das ist ganz klar. Ne? Ihr beginnt jetzt erstmal so ein bisschen Kaffee auszugeben, die Leute sind riesen Fans von euch. Jetzt habt ihr überlegt, da können wir ja mal weitermachen. Ne? Jetzt macht dein eigenes Kaffee schon. Richtig, ja. Also das hat sich, wie du schon gesagt hast, ein bisschen verselbstständigt. Wir haben relativ bald viele Anfragen bekommen für Kaffeebohnen an sich. Die können wir mittlerweile jetzt bedienen, zum einen über den Shop online, aber auch bei uns im Kaffee. Einfach, wir rösten halt ein bisschen mehr und wir haben jetzt eben vor kurzem uns dann auch überlegt, Mensch, lass uns doch auch mal versuchen, ein eigenes kleines Kaffee auf die Beine zu stellen. Und diese Energie, die wir irgendwie am Fenster haben, diese kommunikative Atmosphäre und das, was da so uns treibt und uns immer ja, fasziniert hat schon von Anfang an, irgendwie in so einen Kaffee eine dauerhafte Location übertragen. Finde ich super. Also ich finde es total gut, weil es gibt ja auch keine Grundvoraussetzungen. Also ich könnte jetzt zum Beispiel bei euch da sonntags, ist es immer, ne? Immer sonntags, 13 bis 17 Uhr, genau. Bei uns am Fenster, Durlacher Allee 18. Das ist da direkt am Durlacher Tor gegenüber von der großen Kirche. Aha. Und da ist jeder wirklich willkommen. Also wir freuen uns. Wir hatten am ersten Tag 60 Leute. Das hat sich dann rasant gesteigert. Wir sind jetzt mittlerweile, wenn gutes Wetter ist, dann kommen da so 300 Leute eigentlich über die Zeit verteilt, also da sind immer so 30, 40 da. Ja. Manche kommen, manche gehen. Ja. Viele bleiben mittlerweile Stunde, zwei und verabreden sich wirklich auch mit Freunden bei uns am Fenster. Das heißt dann irgendwie so, ja, lass uns doch mal zum Coffee Geeks gehen heute. Und das ist natürlich toll, also da passiert viel, da ist viel Energie, die wir auch zurückkriegen und es hat sich einfach sehr viel entwickelt, ohne dass wir jetzt außenrum noch viel aktiv sein mussten. Ja, ich finde es auch super, ihr habt ja eine ganze Marke draus gebaut, ne? Coffee Geeks, eine Marke, ein Logo. Ja.
wenn ich die Bilder da auf der Internetseite angucke, da hat ja ein Freund fotografiert, hast du vorhin erzählt. Ja. Dann gibt es ja viele Leute, die dann auch helfen, die jetzt da ein bisschen mit dabei sind. Ich finde es genial, also wer da Bock drauf hat, also ruhig mal hin. Jetzt aber natürlich auch ein bisschen für Umsatz sorgen im offiziellen Kaffee von euch. Klar, also wir wollen natürlich diese Sonntagsaktion weitertreiben. Ja. Das Lustige daran ist wirklich, dass viele Leute auch mitwirken wollen. Also die bringen dann Kuchen mit, Plätzchen mit. Ja. Wir hatten schon ein Sofa plötzlich bei uns vom Fenster draußen stehen, das jemand mitgebracht hat. Und dann war aber natürlich irgendwann die Idee auch, sich damit vielleicht selbstständig zu machen. Weil was gibt es dann Schöneres, als ein Hobby oder eine Leidenschaft zu nehmen und damit dann vielleicht auch irgendwann mal einen Lebensunterhalt verdienen zu können. Ich finde es genial. Du hast ja vorhin erzählt, eigentlich ist ja der Plan, mal im Ausland irgendwann einen Kaffee zu haben. Was ist da eigentlich mit dir, wenn man dich Großaufnahme anschaut, ich mache das mal gerade kurz, da ist an deinem rechten Auge irgendwie das ist jetzt letztes Mal besser. Das ist jetzt die Stimme aus dem Hinterhalt. Das ist der Gerd, eigentlich der Tobi, aber er kriegt ja jedes Mal einen anderen Namen, weil normalerweise müsste ich dann Frank sagen, aber ich mache das natürlich immer ein bisschen anders. So halte ich ihn noch ein bisschen von den Zuschauern fern. Sollte man auch, man hört es ja an den Kommentaren. Also ich habe hier, ich weiß nicht, was ich hier habe. Ich habe Wellness gemacht im Krontaler. Ja? Das Krontaler, müsst ihr mal angucken im Internet. Was? Das Krontaler. Wellness hast du gemacht? Wellness im Gebirge am Aachensee. Und auf der Rückfahrt plötzlich hatte ich hier, ich weiß nicht, da hat mich vielleicht ein wilder Wanderer gestochen. Ich habe keine Ahnung. Ja? Es ist auf jeden Fall jetzt in meinem Auge und ich finde es toll, dass du nicht darauf hinweist und dass ich jetzt das Interview weiterführen kann. Kein Problem, genau, da machen wir jetzt gerade weiter. Vielen Dank. Einfach vergessen. Schneiden wir wie immer in der Live-Sendung raus. Super. Schneiden wir raus. Großartig. Was habe ich als letztes gesagt? Weißt du es noch? Kaffee, Selbstständigkeit. Super, Umsatz. Danke. Ja. Nee, find ich prima, dass ihr das auch, sagen wir mal, so von der Sache her durchgezogen habt die ganze Zeit und sagt, okay, wir machen das sonntags weiter, auf jeden Fall gratis. Dann, dass die Leute alle mitmachen und auch noch was mitbringen. Also ich bin mal gespannt, ob jetzt durch die Sendung soll noch mal ein Schwung kommen. Klar, man kann natürlich, Facebook, ihr habt eine Gruppe, klar, müsst da rein. Freundesgruppe, glaube ich, schon fast 2000 Leute, die da drauf sind. Ja, das soll wachsen. Also sollen wir jetzt mal auf die 5000 hochjagen? Also alle, die jetzt zu Hause sind, Coffee Geeks oder dann halt auch Facebook Coffee Geeks, ne? GEEKS. Genau, facebook.com/coffeegeeks mit. Einfach da mal anfreunden und dazugehen und dann ist das super. Also ich finde es toll, ich bin da begeistert von sowas. Sowas nehme ich immer dazu, weil das ist ein bisschen selbstlos und ihr habt eine Idee, eine Vision und habt da Spaß dabei. Finde ich genial. Mhm. Und meine letzte Frage, jetzt fällt es mir nämlich ein, war nämlich mit dem Ausland. Ihr wollt ja irgendwann mal vielleicht einen Kaffee im Ausland machen. Richtig. Wir wissen da noch nicht so viel. Also das ist noch eine ganz junge Idee. Aber, und ich verrat's voll. Ja, im Endeffekt wollen wir auch unsere Fensteraktion eigentlich irgendwann mal deutschlandweit, vielleicht weltweit haben, dass wirklich andere Leute Lust haben mitzumachen. Da muss es nicht unbedingt nur um Kaffee gehen, okay. Vielleicht macht jemand Limonade, vielleicht macht jemand selber Eis. Okay. Aber unsere Message ist dann auch, macht eure Fenster auf, verschenkt einfach mal und lasst euch dann überraschen, was da zurückkommen kann. Super, Julius, vielen Dank, Coffee Geeks, pack mal schnell den Kaffee aus, den du noch mitgebracht hast, selbst geröstet mit der eigenen Röstmaschine und daraus möchte ich natürlich jetzt ein Gewinnspiel machen, das ist ganz klar, weil das ist cool, ja? Und vor allem kultig. Diese Packung ist kultig. Ja. Wie immer, ich habe ja wie immer die E-Mail-Adresse für euch. Ich schaue jetzt mal schnell darüber. weltweit@baden-tv.com ist die E-Mail-Adresse und die Faxadresse 0721 989 773201. Und wie immer sage ich euch jetzt dazu, macht einfach mit. Schreibt rein, ja, den Kaffee möchte ich. Ja, das wäre super, weil dann kriegt er diese Packung vielleicht, wenn er gewinnt. Und das ist mal ein total kultiges Experiment hier, das die Jungs noch vorhaben und das sie auch noch weiter führen wollen. Nach über einem Jahr oder einem Jahr Erfolg jetzt wäre das natürlich gigantisch. Und diese Packung gibt es für euch zu gewinnen. Auf jeden Fall mitmachen. Ich habe nachher auch noch mal was zu gewinnen. Aber jetzt im ersten Teil erstmal das, weltweit@baden-tv.com. Ich finde super, dass du da warst. Ich bin froh, dass ich die Einladung hatte. Und natürlich muss ich am Ende auch noch mal so eine kleine Geek-Brille, die wir am Wochenende so aufhaben, bei uns noch mal aufziehen, um die zu präsentieren. Also so erkennt man euch natürlich in der Straße, am Fenster. Und bin mal gespannt, wie viele Kaffees am Wochenende rausgehen. Ich hoffe mal richtig, richtig viele. Ich wünsche noch viel, viel Erfolg mit dem Projekt. Genau. Und jetzt denke ich mal, können wir in die Werbung gehen. Und ich bedanke mich bei Julius für seinen super netten Besuch hier bei uns im Studio von weltweit. Bis gleich.